oder ich möchte zunächst sagen, dass die Stadt tief betroffen ist. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Schockzustand überall zu spüren. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es ist so, dass auf der Boardingliste der Maschine, die abgestürzt ist, die 16 Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums und die beiden Lehrerinnen namentlich erwähnt sind. Und es ist so, dass der Schuldirektor aus Spanien bestätigt bekommen hat, dass die Schülerinnen und Schüler auch mit ihren beiden Lehrerinnen in die Maschine eingestiegen sind. Es sind 16 Schülerinnen und Schüler eines Spanischkurses des 10. Jahrgangs, die an einem Schüleraustausch in Spanien teilgenommen haben und dann heute Morgen von Barcelona dann nach Hause fliegen sollten. Also es ist so, dass morgen ganz normale Schule ist, also die Schule fällt nicht aus, aber es wird natürlich kein normaler Unterricht stattfinden, das können Sie sich ja denken, sondern es wird Gelegenheit gegeben, dass die Schülerinnen und Schüler über das Schreckliche dann auch sprechen können und dann auch entsprechend das dann aufarbeiten können. Und auch dafür haben wir natürlich neben den Lehrerinnen und Lehrern auch Spezialkräfte, die dann auch für die Betreuung zur Verfügung stehen. Und Sie können sich ja vorstellen, dass das auch für unsere Lehrerinnen und Lehrer morgen ein äußerst schwerer Tag ist, weil wir haben ja schließlich zwei Kolleginnen zu beklagen.